Herzlich willkommen. Da sitzen jetzt welche zu Hause, Livestream, bei Facebook. Ja? Hallo, oder bei YouTube. Seid ihr da? Ja? Hier ist schon Spitzenstimmung im Wartesaal, sage ich euch da. Da war schon schwer was los, kommt auch mal vorbei. Das lohnt sich. Ja? Nicht immer nur zu Hause. So. Also. Genug gequatscht. Ich gehe jetzt raus. Und wenn ich wieder reinkomme, nur ein Wunsch, wenn Sie da so tun könnten, als hätten Sie mich noch nie gesehen. Einfach so, da ist er. Super, dass er, ich war nicht sicher, ob er kommt. Da ist er. Ja, das wäre toll. Und er ist es persönlich. Also das wäre toll. Und sonst lassen Sie einfach laufen den Abend. Also freue ich mich. Bis gleich. Bis gleich. Danke. Es verwundert ein bisschen hier, oder, die Stimmung? Es ist nicht leicht, sich in diesen Tagen die gute Laune zu bewahren. Viele schauen ja schon gar keine Nachrichten mehr, sondern nur noch Tagesschau. Heute-Show, Entschuldigung, ich wollte Heute-Show sagen. Ist ja schon Wahnsinn, wie sich das Land in den letzten 2 Jahren verändert hat. Können Sie sich noch an 2021 erinnern? Da war Bundestagswahl. Da konnten sich die Grünen und Annalena Baerbock ernsthafte Chancen auf das Kanzleramt machen. Heute dürfen die nicht mal mehr in den Heizungskeller. Die Ampelkoalition nannte sich damals völlig ironiefrei Fortschrittskoalition. Heute können die unter dem Motto Fortschrittskoalition als Fußgruppe beim Kölner Rosenmontagszug mitgehen. Olaf Scholz will jetzt in der Flüchtlingsfrage Härte zeigen, ausgerechnet da, wo es um Menschen geht, die Schutz brauchen. Warum hat er die Härte eigentlich nicht gezeigt, als es um die Kindergrundsicherung ging? Oder um den Klimaschutz? Oder bei der Aufklärung von Comex? Ja. Und dann noch die Schockmeldung der Woche. Die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat ihre Empfehlungen zum Umgang mit Alkohol überarbeitet und sagt jetzt, alle sollten Alkohol reduzieren. Auch ein Gläschen Wein oder ein Feierabendbier tragen nicht zur Gesundheit bei, sondern sind schädlich. Und da ist mir fast der Gin Tonic aus der Hand gefallen. Gönnt man uns denn jetzt gar nichts mehr? Oh, die Band. Herzlich willkommen. Danke. Trinkt ihr vor der Show eigentlich? Wir trinken? Nee, auf keinen Fall. Ah. Nee, nur währenddessen. Und du bist abstinent, Tobi, oder? Christoph, schon seit 2 Jahren tatsächlich. Seit 2 Jahren trinkst du nichts mehr? Nee, nichts nicht. Ja, Respekt, Respekt. Ich kiff so viel, ich habe gar keine Zeit mehr zum Saufen. Ja, da wird hier auch noch geklatscht. Ja. Alkohol ist Tradition in Deutschland. Wenn du Leute wirklich schocken willst, dann sag, wenn dir einer beim Grillen ein Bier anbietet, nein, danke, ich trinke nicht. Hohohoho. Oh, da ist aber Schockstarre. Ich trinke nicht ist fast gleichbedeutend mit ich grille Hundewelpen. Dann bist du ein Außerirdischer, eine Drag Queen beim Parteitag der AfD. Viele sagen dann immer als Ausrede, ich bin mit dem Auto da. Ach so, ja, er ist mit dem Auto da, aber 1-2 Bierchen gehen doch immer. Damit die Hand nicht so zittert beim Schalten. Ich sage immer, sorry, ich bin schwanger. Und eins verspreche ich Ihnen, die schauen immer zuerst auf den Bauch. Das ist wirklich so.
Ja, wer nicht trinkt, ist Spaßbremse. Mit Alkohol kannst du angeben, da kannst du am Montag ins Büro kommen und sagen, ich hab so einen Schädel da. Freunde, so ein Schädel. Am Wochenende, was hab ich gesoffen? 20 Tequila. Und der Kollege schaut um die Ecke und fragt, Gläser oder Flaschen? Ah. Toll, so ein Schädel, oder? Da kann man nichts mehr denken. Selbst der Neandertaler wäre nie auf die Idee gekommen, sich das ganze Wochenende mit dem Knüppel gegen den Schädel zu hauen, um am Montagmorgen rauszukommen und zu sagen, ich habe so einen Schädel. Alkohol macht dumm und gleichgültig. Und da sagen viele, weißt du was, kapiere ich nicht und ist mir auch egal. Ich lasse ihn die Zeit, der braucht ein bisschen, ich weiß, aber... Nein, bitte, Freunde. Alkohol ist gerade hier in Köln ein Stück Heimat. Was wären unsere Innenstädte ohne sturzbesoffene Junggesellinnenabschiede? Da wanken einige durch die Innenstädte, von denen man sagen muss, die haben noch Restblut im Alkohol. Und dann hocken sie beim Oktoberfest nach der 10. Maß und sagen, ich bin gegen Marihuana. Marihuana macht weich in der Birne und am Ende können sie nicht mehr deutlich sprechen. Das WDR-Zwangsgebührenorchester. So. Vielen Dank. Und damit direkt zu unserem ersten Gast. Es ist immer eine große Freude, ihn bei uns zu haben. Unser liebster Franzose, neben Gérard Depardieu, Pinot Noir und einem schönen Paar Froschenkeln. Hier ist der wunderbare Alphonse. Vielen Dank, merci beaucoup. Hey. Schön, dass hier so eine tolle Stimmung ist. Tolle Stimmung hier im Saal, aber auf der Welt, es knallt, es knallt, es knallt. Krieg wieder im Nahosten, schon wieder wegen Religion. Es gibt wirklich viele Kriege, die sind wegen Religion. Also richtig, richtig viele. Ich habe immer gedacht, Religion, das ist Toleranz, das ist Liebe, habe ich gedacht. Aber ich weiß, ich bin immer sehr naiv gewesen. Wisst ihr, dass ich habe jahrelang, war ich überzeugt, dass Tour de France hat was mit Sport zu tun. Also das ist... Madame Perra, Sie kennen Madame Perra, ja? Nein? Ehrlich nicht? Na, sag mal, wenn wir die deutsch-französische Freundschaft nach vorne bringen wollen, ihr müsst euch ein bisschen für Frankreich interessieren, ja? Madame Perra, das war meine Lehrerin von der 5. Klasse. Madame Perra, in der 5. Klasse, das war interessant, es gab in unserer Klasse viele Religionen. Es gab Juden, es gab Muslime, es gab Katholiken, es gab Protestanten. Ich war normal. Und wir haben alle zusammen gespielt, ohne Probleme. Es gab nie Probleme zwischen uns. Ja? Wir haben oft auch Fußball gespielt, draußen. Oh, einmal, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben ein Fenster kaputt gemacht mit dem Fußball. Wir haben Ärger. Wir haben alle eine Ohrfeige bekommen von der Concierge. Alle eine, außer der Katholik. Der hat zwei bekommen, weil er hat die andere Wange hingehalten. Das ist, aber sonst... Madame Perra hatte gesagt, ich möchte mit euch ein Experiment machen. Ich möchte einen Philosophieunterricht machen. Ihr seid vielleicht ein bisschen zu klein, aber ich will es versuchen. Das Thema, das war Hass. Sie hat uns gefragt, wer von euch hat schon Hass empfunden? Niemand. Wie gesagt, also es wäre uns nie auf die Idee gekommen, die anderen wegen ihrer Religion zu hassen. Also nein, machen wir überhaupt nicht. Also Hass, Madame Perra, kennen wir nicht, außer für den Zahnarzt. Aber das ist ja normal, also der hat es verdient. Weil in Frankreich, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, in Frankreich, es gibt einen Schulzahnarzt und unser Schulzahnarzt, er hat immer was gefunden, er hat geguckt, da gibt es ein Loch und er wollte immer bohren. Und er hat sich in alles eingemischt, weißt du? Es gab vor
vor dem, das war super eigentlich, vor der Schule, es gab ein Süßigkeitsautomat, ja. Er hat sich durchgesetzt, dass das Süßigkeitsautomat höher gestellt werden sollte, damit die Kinder das nicht mehr erreichen, sondern nicht, nur noch die Eltern. Also ein Vollidiot, der Typ, Vollidiot. Also, ja, den haben wir gehasst. Und Madame Perrin, als sie das gehört hat, sie hat gesagt, das ist interessant. Hausaufgabe für alle. Versucht, den Zahnarzt nicht mehr zu hassen. Und kleiner Tipp, hat sie gesagt, für die, die eine Religion haben, ja, sucht in eurer Religion, es kann sein, dass ihr was findet. Wir haben uns alle getroffen. Ja. Alors, der Katholik und der Protestant, die haben ihre Bibel gebracht. Der Jude seine Tora. Der Muslim sein Koran. Ich meine Übshefte. Wir haben gesucht, finden wir irgendwas da drin, was für den Zahnarzt irgendwie sein könnte. Wir haben gesucht, nichts gefunden. Doch ein Ding haben wir in der Bibel gefunden. Da stand Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, also wir haben gesagt, ja, aber das ist es nicht, das passt zum Zahnarzt, aber es könnte genauso zum Optiker passen. Also, und jeden Tag, ja, wir gingen dann an diesem Automat vorbei. Jeden Tag konnten wir keine Süßigkeit erreichen. Das heißt, der Hass jeden Tag war immer größer für den Zahnarzt. Also eigentlich das Gegenteil, was Madame Perrin wollte. Bis zu diesem Tag, wo wir eine Idee hatten. Wir haben die Bibel auf den Boden gestellt. Darauf die Tora, den Koran. Zwei oder drei Übshefte. Dann sind wir also respektvoll, sehr respektvoll und vorsichtig draufgegangen und wir konnten tatsächlich den Süßigkeitsautomat wieder erreichen. Wisst ihr, was passiert ist? Auf einmal, der ganze Hass für den Zahnarzt, das war so komplett weg. Und da haben wir verstanden, was Madame Perrin immer sagte. Wenn Religionen zusammenhalten, dann gibt es für alles eine friedliche Lösung. Thorsten? Ja? Thorsten, ich kann dich Weihnachten leider nicht besuchen. Oh, das ist schön. Schade. Schade. Warum? Die Bahn will im Dezember die Preise erhöhen. Die Bahn? Bahn. Ach, die Bahn! Oh, sorry, die kommt so selten, dass ich jetzt nicht gleich wusste, von wem du sprichst. Ja? Ja, und wenn sie dann immer kommt, dann sollen eben die Preise teurer werden. Ja, aber vielleicht gibt's ja auch mehr Service dann. Sowas wie kostenlosen Geschlechtsverkehr? Ah, ja, deswegen heißt das wahrscheinlich Triebwagen. Nee, Thorsten, ich zahle das Geld einfach nicht. Oder ich zahle nur mit Verspätung. Ja, aber wie... Ja. So. Aber wie willst du das machen? Na ja, ich hole mein Portemonnaie raus und plötzlich friere ich ein und sage, meine Damen und Herren, der Zahlungsvorgang ist außerplanmäßig zum Halten gekommen. Der Grund dafür ist eine Signalstörung. Ja, Steffi, das wäre fair. So oft, wie ich in den letzten Monaten Karten hatte für Züge, die dann ausgefallen sind. Guck mal, Steffi, früher sind wir manchmal Bahn gefahren, ohne zu bezahlen. Und heute bezahlen wir, ohne dass die Bahn fährt. Ja? Aber... Ja. Ja. Ist doch so. Aber Autofahren ist doch auch nie besser. Nein, nur zuverlässiger und bequemer und billiger.
Und man hat niemand Fettes neben sich sitzen, der stinkt und sich unangenehm breit macht. Was willst denn du damit sagen? Nichts. Steffi? Hm? Steffi, Bangkok Airlines wiegt die Reisegäste jetzt vorm Abflug. Muss man dann das Ticket pro Kilo bezahlen? Das wäre eine Idee. Nee, das finde ich unfair. Dann lieber noch Attraktivität des Reiseziels. Die Weihnachtsfahrt zu dir müsste dann spottbillig sein. Steffi. Steffi, oder ja, Steffi, ich weiß. Steffi, wir machen so. Kostenlos, da fahren wir eine Packung überteuertes Mikrowellen-Chili con Carne vom Bordbistro bis in Wagen 32 durch den wackelnden Zug tragen kann, ohne zu torkeln oder zu kleckern. Oder wer im Ruhebereich schafft, nicht zu telefonieren. Ich glaube, das wird nichts. Dann kannst du Weihnachten eben nicht zu mir kommen. Will ich auch gar nicht. Was hätt's denn gegeben? Gänsebraten. Ich laufe. Thorsten und Steffi. Mit Michael Hatzius. Ja, die Bahn, oder? Wenn es sie nicht gäbe, wir hätten nichts zu lachen. Ich habe als junger Mann, also vor 5, 6 Jahren, das ist aber auch gemein von Ihnen jetzt, wirklich, auf Interrail-Tour durch Europa im Zug gelebt, weil das Hotel einfach zu teuer war. Viele überlegen das heute auch wieder, weil es fast unmöglich geworden ist, eine Wohnung zu finden. Vorsicht ist geboten, wenn es heißt, Wohnung günstig zu vermieten. Und da sage ich jetzt, viel Spaß. Guten Tag, Frau Schmölz. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Volker Engels. Ich bin Ihr Makler für Ihr neues Traumzuhäuschen. Ich bin so froh, dass Sie etwas Passendes für mich zur Miete gefunden haben. Ja, ich sage Ihnen, das ist der Knaller. Toplage, unschlagbare Nähe zur Kölner Innenstadt, ne? Wir sind in Gummersbach. Ja, ist ja praktisch Speckgürtel, ne? Und hier ist ja auch schon das Objekt. Wo? Ja, hier. Das ist ein Pappkarton. Nein, das ist ein Tiny House in Fertigbauweise. Ne? Das ist CO2-neutral und nach Auszug können Sie sogar kompostieren. Ne, ich meine, das hat so eine tolle Klimabilanz, da würde Greta Thunberg Tränchen vergießen, wenn die das sehen würde. Verzeihung, wie viele Quadratmeter sind das? Ja, gute 25. Das sind nicht mal 2. Ja, super, oder? Weiß man immer sofort, wo alles ist. Ne? Ja, und Sie können noch anbauen. Ich habe hier noch ein kleines Arbeitszimmer für Sie. Ne? Das können Sie einfach mit reinstellen und gucken Sie mal, dann gibt es hier auch noch so eine klimaneutrale Terrasse. Ja, da haben Sie quasi direkt vor der Haustür haben Sie auch noch so eine Art Wellnessbereich. Das ist doch großartig. Da können Sie sich bei Airbnb sogar noch ein bisschen was dazu verdienen. Ne? Ja, gucken Sie mal, kommt noch ein Interessent. Ich nehme die Wohnung, ungesehen. Ja, haben Sie Familie? Ja, vierköpfig. Es könnte eng werden. Das ist egal, das ist mir vollkommen egal. Ich nehme diese Wohnung, weil ich suche schon eine Wohnung seit der Geburt meines ersten Kindes. Lassen Sie mich raten, jetzt kommt es in die Schule? Nee, ist jetzt fertig mit dem Studium. Und das hier gehört natürlich noch zu Ihrem neuen Traumhaus dazu. Was ist das? Das ist die Einbauküche. Ja, die können Sie einfach mit Tesafilm an die Wand kleben. Ne? Muss allerdings vom Vormieter übernommen werden. 8.000 Euro, aber ist ein Schnäppchen. Wo sind denn die Wasseranschlüsse? Ja, Sie haben fließend Wasser. Es muss nur regnen. Ne? Dann können Sie im Prinzip auch da drin sogar duschen. Ist das an der Wand Schimmel? Nein, das ist shabby chic. Ne? Ja, das ist topmodern. Ne? Hier kann man wirklich sagen, die Wände atmen. Ne? Ach, schon wieder ein Interessent. Hallo. Ich will die Wohnung. Ja, gerne. Schauen Sie mal rein. Sagen Sie, wie viel ist denn die Kaltmiete? Ja, hier ist kalt gleich warm. Weil es gibt ja auch keine Heizkörper. Aber meinen Sie nicht, dass die Wände vielleicht ein bisschen hellhörig sind? Naja, also in meiner letzten Wohnung waren die Wände so dünn, wenn ich am Herd stand und die Zwiebeln geschnitten habe, tränten dem Nachbarn die Augen. Ganz kurz noch zur Hausordnung für Sie. Ja, 1. Paragraph, Sie dürfen nichts, der Vermieter darf alles. Ne? Und 2. Paragraph, der Vermieter würde sich sehr freuen, wenn sich auch ein bisschen
ich sag mal, nützlich machen. Hausmeister arbeiten, aber gerne. Ja, ja, also so Hecke stutzen ist gar kein Problem, Barthaare auch nicht, mache ich gerne. Also ich bin ganz super in Herbstlaub kehren. Kleinere Reparaturarbeiten, das mache ich jederzeit. Wissen Sie, bei meinem letzten Auszug, da war ich vorher sogar in der Zoohandlung, 15 Ratten gekauft. Warum? Wieso das? Naja, bei mir im Vertrag stand, dass ich die Wohnung in dem Zustand hinterlassen soll, wie ich sie aufgefunden habe. Also, wer kriegt denn jetzt die Wohnung? Ja, Sie. Ich? Nein, Sie alle. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Wohngemeinschaft. Sorry. Das ist meine Frau, da muss ich kurz rangehen. Ja, hallo Schatz? Nein, hat alles prima geklappt, ja. Ja, nee, das ganze Altpapier ist weg. Ja, und läuft, oder? Geht's euch gut bisher? Ja. Ja, und das geht hier allen gut und das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Was haben wir früher gelacht über die griechische Verwaltung beispielsweise, die nichts gebacken kriegt? Und die Italiener, wo eine rote Ampel nur ein Angebot zum Anhalten ist, das aber einfach oft nicht angenommen wird. Und in Deutschland hat immer alles geklappt. Formular ausfüllen, 3 Jahre warten und schon hattest du die Erlaubnis zum Überqueren der Fußgängerampel. Irgendwie wird man aber das Gefühl nicht los, dass seit einiger Zeit bei uns der Wurm drin ist. Beispiel Zoobrücke. Und da kommt hier in Köln ein bisschen Stimmung auf, oder? Ja, da kochen die Emotionen hoch. Pass auf, für die Menschen in München und Berlin ganz kurz. Die Zoobrücke, das ist die Haupteinfahrtstrasse über den Rhein nach Köln, 6-spurig. Dort gilt seit Jahren Tempo 80. Rechts noch ein Fahrradweg und ein Fußgängerweg. Wobei zwischen Autofahrbahn und dem Radweg eine massive Sicherheitsmauer als Abtrennung gebaut wurde. Von etwa 40 Zentimeter Höhe. Also richtig hoch. Also genauso hoch, dass moderne SUVs bei Tempo 80 beim Drüberfahren abheben und die Radfahrer etwa in Kopfhöhe erwischen. Also auf der Höhe, wo der Helm wäre, wenn man ihn nicht zu Hause vergessen hätte. Diese Abtrennung hätten schon vor Jahrzehnten von der Stadt erneuert werden und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden müssen. Aber wie das in Köln so ist. Erst ist 11.11., dann kommt Karneval, dann ist Jeck im Sonnesching und dann geht es ja auch schon wieder auf den 11.11. zu. Ja, und jetzt? Jetzt hat man aber vor ein paar Wochen gemerkt, 40 Zentimeter Schutz für die Fahrradfahrer, das ist, wie soll ich sagen, wenig. Gerade bei Tempo 80. Also hat die Stadt gesagt, wir machen jetzt auf der gesamten Brücke Tempo 50 und haben drüber geschrieben, wegen Brückenschäden. Was ja nicht ganz stimmt, denn die Brücke ist ja nicht kaputt, sondern die Verwaltung. Aber wenn Sie denken, pass auf, beruhigt, haltet euch noch kurz zurück. Wenn Sie denken, verrückter geht es nicht. Achtung, seit Jahren gibt es auf der Brücke diverse fest installierte Blitzer, die das Tempo 80 überwachen. Jetzt gilt aber 50. Viele Autofahrer und Autofahrerinnen haben aber Tempo 80 noch voll in den Genen, sodass die in den letzten Wochen trotzdem mit 80 über die Brücke gebrettert sind. Ergebnis? Genau, sie sind nicht geblitzt worden. Warum? Weil die Blitzer kaputt sind. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern teilweise seit 2014. Und das wusste die Stadt. Und jetzt kommt's, und das fasst das ganze derzeitige Elend zusammen. Obwohl die Stadt wusste, dass die Blitzer kaputt sind, hat sie ihre Mitarbeitenden rausgeschickt, um die defekten Blitzer von Tempo 80 auf Tempo 50 umzustellen. Kein Quatsch, kein Quatsch. Das ist wahr. So. Und es geht immer noch verrückter. Da aber jetzt alle wissen, dass die Blitzer nicht funktionieren, weil das groß in der Zeitung stand, fahren Autofahrer und Autofahrerinnen, die vorher Tempo 80 gefahren sind, heute 50 fahren müssen, jetzt mit Tempo 120 über die Brücke.
Und damit hat Köln mal wieder bewiesen, wir sind das Vorbild für ganz Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Vorbild für viele ist auch der Mann, der seit vielen Jahren klimaneutral und kostengünstig bei uns im Spind wohnt. Hier ist er, Philipp Simon. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Vielen Dank. Vor genau 30 Jahren hat die NASA mit einer Weltraumsonde bewiesen, dass es auf der Erde intelligentes Leben gibt. Ich glaube, die sollten mal wieder hochfliegen und checken, ob das immer noch der Fall ist. Ich habe da inzwischen so meine Zweifel. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob wir das mit der Demokratie wirklich noch wollen. Weil für viele ist Demokratie doch inzwischen wie Corona. Immer noch da, aber irgendwie auch wurscht. Alle wollen jetzt die einfachen Lösungen. Und dann können wir uns das so mit der Demokratie gleich sparen. Dann doch lieber direkt in die Diktatur. Die vereinfacht doch auch das Zusammenleben. Kein Stress mehr mit komplexen Sachverhalten. Und es gibt nur noch einen, der sagt, wie es läuft. Und Riesenvorteil, wenn es schief geht, wissen alle, wer schuld ist. Das gute alte deutsche Mantra. Wir haben von nichts gewusst. Und die AfD hat das Potenzial längst erkannt. Die sind ja dieses Jahr 10 Jahre alt geworden. Ja. Es ist noch nicht ganz das 1000-jährige Reich, aber sie arbeiten dran. Zur Feier des Tages gab es da Bienenstich. Also zumindest für Tino Chrupalla. Ja. Die haben doch allen Ernstes ihr Jubiläum in Königstein im Haus der Begegnung gefeiert. Ein Haufen Rechtsradikaler mit dem Slogan Unser Land zuerst trifft sich im Haus der Begegnung. In Köln gibt's für sowas normalerweise einen Tusch. Das ist so, als ob der Kuckucksklan beim Karneval der Kulturen mitmarschiert. Und die AfD... Und die AfD gibt doch längst zu, dass sie die Demokratie mit den Mitteln der Demokratie abschaffen will. Ist ja kein Geheimnis mehr. Maximilian Krah, der AfD-TikToker mit der Adolf-Hitler-Gedächtnisfrisur, will als Spitzenkandidat ins Europaparlament, um die EU aufzulösen. Richtig, der Mann bewirbt sich um einen Job, den er anschließend höchstpersönlich vernichten will. Die Demokratie macht's möglich. Und wir gucken zu. Nächstes Jahr sind in Sachsen, Brandenburg und Thüringen Landtagswahlen. Und in allen 3 Bundesländern steht die AfD aktuell auf Platz 1. Großartig! In Thüringen mit Bernd Höcke. Ein Mann, der redet, als ob er zu lange auf Eiche Rustikal gestarrt hat. Der Höcke. Der Höcke sagt so Sätze wie: Das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. Aber wir alle wissen natürlich, dass es in der Geschichte kein Schwarz und kein Weiß gibt. Richtig. Also gerade die musikalische Seite von Hitler wird viel zu oft verschwiegen. Also wenn der Panflöte gespielt hat, das war Urlaub für die Ohren. Der Satz vom Höcke war vor ein paar Jahren noch das Ende einer politischen Laufbahn. Inzwischen ist diese Sprache völlig normal und den Wählern der AfD scheißegal. Die werden wir auch nicht mehr zurückholen. Die werden erst grübeln, wenn die AfD ihnen den Job zerstört, das Land isoliert und Reichskanzler Höcke im Bunker von der Weltherrschaft faselt, während er Panzerschokolade lutscht. Der Rechtspopulismus lebt vom tiefen Misstrauen gegenüber der Demokratie, das Versprechen, jeden gesellschaftlichen Fortschritt zu stoppen und zurück in die Vergangenheit zu fliehen. Eine Welt ohne Gendern, ohne Klimawandel, ohne Migranten, ohne LGBTQ+-Community, ohne dieses dusselige Frauenzeugs. Selbst Alice Weidel sagt: Ich bin nicht queer, sondern ich bin mit einer Frau verheiratet, die ich seit 20 Jahren kenne.
Ja, und ich bin nicht heterosexuell, sondern ich wache aus mir völlig unerklärlichen Gründen seit 20 Jahren neben meiner Frau auf. Ich verstehe das selber nicht. Es ist mir ein völliges Rätsel. Was ist das für eine Sprache? Es ist ja inzwischen auch völlig selbstverständlich, dass Konservative mit braunen Parolen auf Wählerfang gehen. Das ist ein historischer Tiefpunkt. Friedrich Merz, der einen verbalen Querschläger nach dem anderen raushaut. Nach seinem Dentalausflug muss man sich ja langsam fragen, ob Karies auch das Hirn befallen kann. Leute, was der veranstaltet, hat doch nichts mit konservativ zu tun. Bei dem hat auch der Wunsch nach der einfachen Lösung über die Komplexität der Realität gewonnen. Und in Bayern haben beide Parteien rechts der CSU fast die gleichen Prozente geholt wie die CSU selbst. Glückwunsch, Söder! Ne, aber der bayerische Laberkäse behauptet fest, dass die Grünen ein Sicherheitsrisiko für dieses Land sind. Ja, du kriegst den Söder vielleicht aus dem Bierzelt, aber du kriegst niemals das Bierzelt aus Markus Söder. Niemand. Niemand hat die AfD durch menschenfeindliche Sprache so normalisiert wie Friedrich Merz und Markus Söder. Und die AfD freut sich. Und die AfD freut sich. Der TikTok-Kra sagt ja selber, dass der Weg zur Macht über die Zerstörung der CDU führt. Und niemand gibt sich dabei so viel Mühe wie Merz und Söder. Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit betreibt die AfD eine strategische Verrohung der Sprache und macht den Weg für Taten frei. Und da ist der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke nur ein Beispiel. Der politische und gesellschaftliche und menschliche Schaden, den sie anrichten, der ist ihnen nicht nur scheißegal, sondern er ist erklärtes Ziel. Es geht einzig und allein um die Spaltung der Gesellschaft, die Delegitimierung staatlicher Institutionen und den Umbau der Demokratie. Im Moment sind sie so erfolgreich wie nie. Wir schauen tatenlos zu, wie die Demokratie bekämpft wird. Wir sollten uns schämen. Genießen Sie den Klimawandel. So, und damit nun zum heftigst diskutierten Thema derzeit, oder wie es Horst Seehofer sagte, die Mutter aller Probleme. Die Mancherie-Saison ist eröffnet. Ja, Alkohol in Schokohülle oder wie ich es nenne, Seniorenkoks. Nein, beruhigen Sie sich, es geht um die Realität. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, Realität. Ich habe Realität mal gegoogelt und habe folgende Treffer bekommen. Hier, diese Katze, die ein wenig aussieht wie Nancy Faeser, als das Wahlergebnis in Hessen durchgegeben wurde. Ja? Oder hier. Hier finde ich die Realität eigentlich am besten getroffen. Oh, die Band ist auch wieder aufgewacht. Also meine Erfahrung ist, Christoph, dass Realität, das ist doch das, was man sieht, wenn man morgens in den Spiegel schaut. Ja, und in deinem Fall ist das nicht immer besonders schön. Oh, man ist auf seiner Seite hier. Deshalb verschließt man die Augen ja gerne vor der Realität. Hier, das ist übrigens mein erstes Pressefoto. Und da ist nichts retuschiert. Ich wusste gar nicht, dass du mal so gut ausgesehen hast. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Genau so einen Realitätsverlust haben wir, wenn es um das Thema Asyl geht. Ja, ja, und bevor jetzt die Ersten sagen, ach, geh mir doch weg mit den Ausländern. Für mich hat jeder das Recht, hier in Frieden und Wohlstand zu leben, unabhängig davon, was er glaubt, welche Hautfarbe er hat. Hauptsache, er ist Deutscher. Und zwar in vierter Generation. Alle anderen abschieben!
Ja, aber Moment mal, da braucht es doch einfach europäische Lösungen für. Ja, europäische Lösung, das sagt man so, lieber Till. Aber europäische Lösung, wo soll die herkommen? Es wird keine europäische Lösung geben. Wie soll die denn aussehen, wenn man mit der Postfaschistin Meloni aus Italien oder mit Viktor Orban aus Ungarn Kompromisse macht und die einfach sagen... Zur Realität gehört aber auch, dass alle Abschreckungsversuche der letzten Jahre nicht dazu geführt haben, dass weniger Flüchtlinge kommen. Lasst uns doch mal realistisch sein. Ich sag realistisch und ihr blendet ein Foto von Markus Söder ein. Sehr witzig. Ja, aber ich meine, offene Grenzen und ein großzügiger Sozialstaat sind doch einfach schwer zu vereinen. Nee, ohne 400.000 Zuwanderer pro Jahr werden wir uns weder einen Sozialstaat noch die wirtschaftliche Grundlage sichern können. Wir suchen doch überall händeringend nach Arbeitskräften. Hier, in Ampermoching, in Bayern, findet der Bäcker kaum noch Nachwuchs. Jetzt setzt er alle Hoffnung auf Geflüchtete. Viele sind hochmotiviert. Aber selbst wenn die eine Ausbildung gemacht haben und eine feste Arbeitsstelle in Aussicht, dürfen die nicht arbeiten. Zumindest war es bisher so. Was sie machen können? Sie können in ihr Heimatland ausreisen und dort ein Arbeitsvisum beantragen. Nur, und jetzt kommt's, wenn sie vorher aber in Deutschland Asyl beantragt hatten, wird ihnen das negativ ausgelegt und der Antrag aus diesem Grund oftmals abgelehnt. Das ist doch Irrsinn. Oder Saha Shiblak, Grundschulrektorin aus Syrien. Seit Jahren leitet die eine Nachmittagsbetreuung einer Kita-Gruppe. Jetzt möchte sie gern Vollzeit in der Kita arbeiten. Eine Kita, die händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sucht. Und da sagt das Amt, ja, wir brauchen aber das Zeugnis der 10. Klasse. Frau Shiblak hatte aber bei der Flucht aus dem Krieg das Zeugnis der 10. Klasse nicht dabei. Nur das Zeugnis der 12. Klasse. Und das gilt aber nicht, weil wir brauchen ja das Zeugnis der 10. Klasse. Da ist sie wieder, diese Realität. Zur Realität gehört auch, dass wir auf einfache Lösungen hoffen. Zum Beispiel Bezahlkarten. Bezahlkarten. Bezahlkarte. Bezahlkarten. Bezahlkarten. Bezahlkarte. Bezahlkarte. Ja, Behörden sollen digitale Karten statt Bargeld an die Geflüchteten ausgeben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich muss schon lachen, wenn ich digital und Behörde in einem Satz höre. Ich möchte denen allen nicht die Hoffnung nehmen, aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand im Kriegsgebiet sitzt und sagt, oh, die Panzer rollen, die Taliban kommen womöglich. Aber ich bin doch nicht doof und fliehe, weil in Deutschland gibt es ja nur noch Bezahlkarten. Und jetzt kommt's. Wahrscheinlich wird sogar andersherum ein Schuh draus. Dass Migranten Geld in ihr Heimatland schicken, ist ein wichtiger Bestandteil von Entwicklungshilfe geworden. Dieser direkte Geldfluss übertrifft die weltweite Entwicklungshilfe mittlerweile um das Dreifache. Die Auswirkung, Menschen können sich vor Ort ein Leben aufbauen und müssen eben nicht fliehen. Aber Christoph, ist es nicht so, dass viele Geflüchtete zu uns kommen, weil es bei uns mehr Sozialleistungen gibt? Ja, das dröten Politiker und Politikerinnen in jede Kamera. Der deutsche Sozialstaat zieht Flüchtlinge an. Und da hat sich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung mal die Mühe gemacht, nachzufragen. Sie hat nachgefragt bei Politikern, bei der CDU-Landtagsfraktion Baden-Württemberg, bei der FDP, bei der CSU und bei diversen Migrationsforschern. Das Ergebnis? Keiner konnte irgendeine Grundlage nennen, nach der sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind. Und dann stellt sich der Ex-Bundespräsident Pastor Pfarrer Gauck hin und erklärt. Das heißt, wir müssen Spielräume entdecken, die uns zunächst unsympathisch sind, weil sie inhuman klingen. Aber ja, vielleicht müssen die verschiedenen Milieus, progressive, aber auch rechte, von ihren Wunschvorstellungen Abstand nehmen. Und wir müssen in der demokratischen Mitte dann das entwickeln, was wir wirklich brauchen. Ja, vielleicht habe ich zu viele Bücher geschrieben und es ist oben nichts mehr übrig. Ja? Entschuldigung, Leute. Was sagt er da? Er sagt, das progressive Milieu muss runter von diesen unrealistischen Vorstellungen von Menschenrechten und Humanität. Wir müssen auf die Nazis zugehen, die Menschen im Mittelmeer absaufen lassen wollen zur Abschreckung. Auch wenn das im ersten Moment unsympathisch und inhuman klingt. Die Frage von Menschenrechten ist doch keine Frage der Sympathie, Herr Gauck. Und jetzt markiert ausgerechnet Bundeskanzler Olaf Scholz den starken Mann in der Flüchtlingsfrage. Wir müssen endlich
im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Und das klingt nach, jetzt wird endlich durchgegriffen. Wenn da nicht diese verdammte Realität wäre. Im Juni 2023 lebten etwa 3,3 Millionen Schutzsuchende in Deutschland. Ausreisepflichtig sind zurzeit etwa 280.000 Menschen. Von denen haben aber 225.000 eine Duldung. Und die können nicht abgeschoben werden, zum Beispiel, weil sie krank sind oder weil in ihren Heimatländern Krieg herrscht. Übrig bleiben 55.000. Merken Sie was? Die übergroße Mehrheit der Geflüchteten ist gar nicht illegal. Da werden Hoffnungen geweckt, die gar nicht erfüllt werden können. Warum tritt ein sozialdemokratischer Kanzler nach unten? Warum sagt er nicht, wir müssen im großen Stil die Kommunen unterstützen? Warum? Warum nicht jetzt ein Trippelwumms? Für Schulen, Kitas, soziale Einrichtungen, das käme allen im Land zugute. Zu versprechen, dass wir uns abschotten könnten, führt doch zu noch mehr Vertrauensverlust. Das Schlimmste aus Sicht von Konservativen und AfD wäre doch, wenn Integration funktioniert. Stellen Sie sich mal vor, das wäre erfolgreich. Der Bäcker aus Sierra Leone, der Maurer aus dem Iran oder die Erzieherin aus Syrien machen Deutschland reicher. Und dann überlassen wir das Stolzsein auf Deutschland nicht den Rechten, weil dann wäre ich stolz auf Deutschland, weil es die Menschenrechte hochhält, weil es Menschlichkeit vor Hartherzigkeit stellt in diesem Europa und weil es diesem Deutschland nicht egal ist, wenn Menschen im Mittelmeer krepieren. Steffi? Ja? Steffi, warum bist du so verkleidet? Ich möchte gruselig aussehen. Ja, genau, aber warum bist du dann verkleidet? Thorsten, ich bereite mich vor. Auf was? Halloween. Ah, deswegen hast du auch so die Form von einem Kürbis. Du bist so gemein. Ich will doch nur die Süßigkeiten. Eben. Also Steffi, ich finde Halloween ist totaler Kommerz. Ja, und das ist außerdem Reformationstag. Am 31. Oktober hat Martin Luther seine 95 Thesen ans Tor der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen. Vermutlich wollte der Luther Süßigkeiten. Hat geklopft und als keiner aufgemacht hat, da hat er eben Zettel mit seinen Essenswünschen dagelassen. Na klar. Und Marsmenschen sind halb Mensch und halb Schokoriegel. Thorsten, Halloween ist mir ein wichtiger Feiertag. Nimm das bitte ernst. Sonst was? Sonst gibt's Saures. Oh, wie gruselig. Krieg ich dann jetzt Zahnpasta unter die Türklinke geschmiert? Nee, aber Uhu unter der Arschbacke. Steffi, was hast du gemacht? Ich gehe nicht mehr ab, du hast mich festgeklebt. Ja, vielleicht können wir ja so das Klima retten. Außerdem bist du dann wenigstens für was gut, du alte Spaßbremse. Steffi, mach mich sofort ab. Nein, ich stell jetzt eine Kerze in dich rein und dann leuchtest du von innen. Ja, aber Steffi, dafür musst du mich ja aushöhlen. Na, das kann nicht lange dauern. Steffi, das überlebe ich nicht. Ja, wunderbar. Halloween ist die Nacht vor Allerheiligen. Da wird den Verstorbenen gedacht. Wäre doch schade, wenn ich gar keinen kennen würde. Ja! Ja! Oh.
Und bitte haltet die Euphorie für unseren nächsten Gast, einer der ganz Großen des deutschen Kabaretts. Und ich freue mich sehr, dass er mal wieder vorbeischaut. Hier ist Urban Priol. Hallo, das mache ich doch gerne. Hallo, Alan. Oh, das ist schön. Ich mag das wirklich. Komm, sehr gerne vorbei. Mal was anderes, weil meine Güte, kommen wir eigentlich noch mal raus aus diesem Dauerwahlmodus? Hä? Polen, Argentinien, die Schweiz und natürlich bei uns. Neulich erst die kleine Bundestagswahl, die Midterms von Deutschland, quasi Bayern und Hessen. Für mich waren die ganz besonders schlimm, weil ich lebe ja genau an der Schnittstelle Aschaffenburg, Aschebesch, bayerisch-hessisches Grenzland, aber eben noch gerade so Bayern. Na, ich sage immer gern, ich bin Randbayer mit mainfränkischem Migrationshintergrund. Und Wahlen und Bayern, also da habe ich schon länger alle Hoffnung fahren lassen. Ich darf dort seit 1980 wählen, seitdem gehöre ich immer zu den Verlierern. Okay, damit kann ich umgehen, weil mit Verlieren kenne ich mich aus. Seit Mitte der 70er bin ich Fan von Borussia Mönchengladbach. Ja, da habt ihr ja gerade Derby, war ja. Aber die Wahlen in Bayern, dass die immer so ausgehen, wie sie ausgehen, das hatte Dieter Hildebrandt mal so schön erklärt. Das hat mit den Gesetzen der Physik zu tun. Weil die Schnur, an der der Bleistift in der Wahlkabine hängt, ist einfach zu kurz. Und deshalb geht es nur bis... Wobei, so klar ist es auch nicht mehr. Okay, die CSU wurde stärkste Kraft, ne, weil die Partei in den letzten Wochen eine fulminante Aufholjagd hingelegt hatte, wie Markus Söder nicht müde wurde, ständig zu betonen. Ich habe mir gedacht, naja, also Aufholjagd von desaströsen 36% in den Umfragen hochgeknallt auf das fulminante Endergebnis von 37%. Und es feiert der Breitbeinige aus Nürnberg und fordert als Konsequenz aus den Wahlergebnissen, da müsse Olaf Scholz sofort die Ampel aufkündigen, die Grünen rausschmeißen, um das Land mit einer nationalen Koalition der Vernunft zu beglücken. Wir stehen bereit, damit unser Land endlich wieder zu dem Stillstand zurückkehren kann, den es verdient. Wir stehen bereit. Hauptsache, sie stehen. Na, es stehen ja einige bereit im Moment. Sarah Wagenknecht hat... Ja, die hat ihre Bodenoffensive gegen die Linkspartei begonnen. Mit ihrem Bündnis. Mit ihrem Bündnis Sarah, also BSW, da haben sie wieder nie aufgepasst. Weil dieses Kürzel hat schon eine eigene Domain und steht für Beamten-Selbsthilfewerk. Was bei Politikern passt. Außerdem für Black Sidewall, was besagt, dass ein Reifen eine schwarze Seitenwand hat. Und mit den Reifen Schwarzen seiner Schwesterpartei hat der Söder jetzt Ärger bekommen nach seinem Vorschlag mit dem nationalen Selbstversorgungswerk. Also sofort rein in die Regierung als Junior-Partner. Streit, weil nicht abgesprochen. Und dem schwesterlichen Parteichef Friedrich Merz steht angesichts kolossaler Krisen doch gar nicht der Sinn nach Regieren. Der denkt sich nur, ach komm, soll sich doch die Ampel mit Migration, Energieversorgung und Inflation rumschlagen. In 2 Jahren werden die dafür abgewählt. Bis dahin machen wir Fundamentalopposition. Deswegen hat er auch gleich seinen parlamentarischen Geschäftsführer Thorsten Frey vorgeschickt, der gemeint hat, Aufgabe der CDU ist es in erster Linie zu regieren. Ja, das heißt bei uns im Idealfall 16 Jahre lang nichts zu tun. Damit die anderen dann das zu lösen versuchen, was sie dank unserem Nichtstun lösen müssen. Was dem Wähler aber nicht gefällt, weshalb er die Veränderer abstraft, damit wir uns wieder ins gemachte Bett legen können, um uns dann für hoffentlich weitere 16 Jahre auszuruhen. Denn Oppositionsarbeit ist anstrengend. Gar nicht. Gar nicht gefeiert haben sich nach den Midterms die Liberalen. Über die FDP wurde kaum geredet, was der Bedeutung dieser Partei auch angemessen ist. Rausgeflogen aus dem
Bayerischen Landtag. In Hessen hatte der Politgott noch mal ein Auge zugedrückt, damit sie mit einer Null hinter dem Komma doch wieder an die Tröge kommen konnten. Natürlich hatten sie für die Desaster gleich die Erklärung parat. Wir konnten nicht genügend darstellen, dass die FDP in der Ampel die treibende Kraft ist. Hä? Da ist mir vor dem Fernseher das Weinglas aus der Hand gefallen. Ich habe gesagt, ihr seid was? Die treibende Kraft, die alles hintertreibende Kraft, ja, die trotzig wie kleine Kinder alles verhindert und blockiert, der Bremskraftverstärker der Ampel. Vor 6 Jahren. Hör mal. Vor 6 Jahren, als es um Jamaika ging, da hatte Christian Lindner noch getönt, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. In der Ampel zeigt die Lindner FDP, dass sie beides gemeinsam kann. Vor einem Jahr. Was weiß ich? Aber vor einem Jahr hatten sie noch angekündigt, nachdem sie in Niedersachsen rausgeflogen waren, sie würden jetzt in der Ampel ihr Profil schärfen. Aber wenn du versuchst, bei einem abgefahrenen Reifen, einem Slick quasi, wenn du da versuchst, das Profil zu schärfen, dann platzt er. Da hilft nicht mal mehr der ADAC. Denn selbst die guten gelben Engel mögen keine gelben Bengel. Wer da, wenn es kein Grüner ist? Oh, Herr Merz, jawohl. Ja, Zeitabgleich. Auch hier bei uns ist Montagmorgen, 2. September 2024. Ja, sicher, ich bin mir nicht sicher, aber glaube ich, gestern war Landtagswahl in Thüringen. Ja, und der Auftrag ist erfüllt, die AfD ist verhindert worden, die Demokratie ist gerettet. Tschö mit Ö, Friedrich. Ah! Ah ja, die FDP klappert mal wieder aus dem letzten Loch. Was machst du überhaupt in meinem Zimmer? Ja, ich sollte doch filmen. Über was denn filmen? Na, wie du mit der SPD-Tante Sirtaki tanzt. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Ja, das sieht man auch. Aber die meisten gucken das eh nur, weil du nackt bist. Wie nackt? Wehe, du schickst das meiner Frau. Nein, niemals. Ich hab's bei TikTok hochgeladen. In der ersten Stunde 100.000 Likes. Ich sag's wie Olaf Scholz. Respekt. Wer seid ihr denn? Kaum spricht man von der Tante SPD, steht sie von den Toten auf. Für Jusos seid ihr zu alt. Und für Sozis zu schick angezogen. Bleiben nur noch billige Callboys? Entschuldige mal, wir sind die Kollegen von CDU und FDP. Ja, sag ich doch, billige Callboys. Was macht ihr in meinem Zimmer? Naja, wir feiern das Ergebnis der Thüringenwahl. Wir haben die AfD verhindert. Ja, gute Argumente haben schon immer geholfen. Ja, gute Argumente. Die AfD musste einfach niemand mehr wählen, weil die Ampel die Politik der AfD einfach gemacht hat im letzten Jahr. Die AfD wollte die Grenze zu Polen schließen und was habt ihr gemacht? Die Grenze zu Polen geschlossen? Nein, natürlich nicht. Selbstschussanlagen installiert. Ja, aber ihr von der CDU habt gut reden. Ich meine, ihr habt ja dieses Jahr erst im Januar Höcke zu eurem Kanzlerkandidaten gemacht. So ein Quatsch. Unser Kanzlerkandidat heißt Friedrich Merz. Ja, weil im Februar der Höcke wieder ausgetreten ist, weil er gesagt hat, die CDU ist ihm zu rechts. Boah, ich glaube, mir wird schlecht. Oh.
Im Bad sitzt ein alter, schlecht gelaunter Bär. Nee, das ist der Habeck, der reißt die Heizung raus. Ich sag immer, Hauptsache die AfD verhindert. Natürlich muss es die FDP mal wieder übertreiben. Ja, das sagt der, der nackt mit der SPD tanzt und dafür inzwischen 200.000 Likes hat. Was? Nee, ja. Der hat ja gar nichts an. Ja, doch, guck mal hier, die Socke in den Deutschlandfarben über dem Schniedel. Ne? Die hat ihm Alice Weidel gehäkelt. Hätte die FDP im März nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgeschafft, müssten die Leute ihre Nachrichten nicht über TikTok beziehen. Ja, aber es gibt auch gute Nachrichten. Im Fernsehen wird nicht mehr gegendert. Zumindest ist es der SPD zu verdanken, dass abgelehnte Asylbewerber seit April endlich konsequent abgeschoben werden. Ja, vor allem, weil es uns gelungen ist, die Baerbock gleich in die erste Maschine zu setzen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, war es wirklich nötig, Gerhard Schröder zu reaktivieren? Ja, na klar. Die Viktor-Orban-Gaspipeline direkt nach Thüringen, das war doch eine Spitzenidee. Nirgends ist das Gas so günstig wie in Thüringen, das hat Wählerstimmen gebracht. Wie gut, dass seit 3 Wochen der Bundespräsident Alexander Gauland heißt und jetzt alles per Dekret bestimmen kann. Da ist eine Bettwanze! Nee, das ist Wolfgang Kubicki, der muss sich mal wieder rasieren. Hört mal! Also, ich bin keine Bettwanze, ich bin eine Zecke und eine Wanze. Da ist mir ja der Kubicki jetzt lieber. Ja, und was bist du jetzt, eine Zecke oder eine Wanze? Na, ich bin von Geburt an, bin ich eigentlich Zecke? Aber ich mache jetzt eine Umschulung zur Bettwanze. Ja, und ich bin auf der Durchreise nach Frankreich. Da ist gerade eine Riesennachfrage. Also irgendwie habe ich zu viel getrunken. Ich höre schon Insekten reden. Ja, und ich höre euch hier seit 10 Minuten reden. Ey, Mensch, soll ich das mal zusammenfassen? Ihr habt ja wohl einen Arsch offen. Ja, verdient. Ja. Jetzt zu tanzen. Ja. Bitte, Freunde. Und hier ist nun unsere nächste Gästin. Begrüßt mit mir die wunderbare, sensationelle Sarah Bosetti. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, jetzt haben wir alle Bilder im Kopf, die wir nie wieder loswerden. Ich habe in den vergangenen Wochen viel darüber nachgedacht, wieso dieser "Da läuft eine Kampagne gegen mich" Ruf bei Aiwanger funktioniert und bei anderen PolitikerInnen nicht. Ich will jetzt nicht schon wieder Habeck als Beispiel nehmen, aber dass gegen ihn eine Kampagne läuft, naja, ich zitiere jetzt mal nicht schon wieder die 395 "Habeck ist der Antichrist" Schlagzeilen der Bild, aber Habeck sagt ja gar nicht, dass eine Kampagne gegen ihn läuft. Das ist ganz interessant, im Gegenteil. Wenn er danach gefragt wird, wie zum Beispiel am 9. August in der Zeit, sagt er: "Nein, die deutsche Presse darf schreiben, was sie will. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut." Und das ist mal so eine richtige Politikerantwort. Es ist Taktik, damit man ihm weder Weinerlichkeit noch Zensurwünsche unterstellen kann. Und ich verstehe, woher die Taktik kommt. Denn wenn er sie nicht anwenden würde, würde man ihm Weinerlichkeit und Zensurwünsche unterstellen. Aber ehrlich ist daran nichts. Sogar Friedrich Merz, gegen den eindeutig auch eine Kampagne läuft, nämlich eine geheimer Mächte, die ihn zwingen, unsympathische Dinge zu sagen, sobald er sich einem Mikrofon nähert, geht damit halbwegs gelassen um und kann trotzdem politisch nicht davon profitieren. Hubert Aiwanger hingegen schafft es, auf die unangefochten, schlechtestmögliche Art und Weise auf Vorwürfe zu reagieren, sich komplett hinter "die wollen mich politisch und persönlich fertig machen" zu verschanzen und damit jeden noch so leisen Anflug von Verantwortungsbewusstsein schon von Weitem zu vergrämen. Und seine Partei steigt in den Umfragen auf einen Rekord hoch. Und ich habe eine Theorie, wieso das so ist. Habeck ist eine Zumutung, Aiwanger nicht. Das ist der Grund. Ende. Nein, kurze Erklärung. Okay, lange Erklärung. Robert Habeck verlangt den Menschen Dinge ab.
sich dem Klimawandel zu stellen, in einem Maß, das ins Private und in persönlichen Verzicht hineinreicht. Er ist Teil einer Partei, die eine gesellschaftliche Veränderung anstrebt. Und man kann diese Veränderung gut oder schlecht finden. Man kann die Notwendigkeit von Klimaschutz anerkennen oder nicht. Man kann die Lösungsansätze der Grünen für falsch oder ungerecht halten oder für den einzig richtigen Weg, so oder so. In beiden Fällen hat man wahrscheinlich erstmal keine riesige Lust auf Veränderung, weil Veränderung nun mal anstrengend ist. Wir sind ja träge, wir bleiben gerne in dem Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Um unseren Zustand zu ändern, muss man uns schon davon überzeugen, dass das eine wirklich gute und im besten Fall sogar notwendige Idee ist. Um diesen Weg als Gesellschaft zu gehen, braucht es also ein Problembewusstsein in der breiten Masse und eine, sagen wir, tatkräftige Entschlossenheit der Mehrheit. Es braucht Bereitschaft. Um diese Bereitschaft zu schmälern oder zu zerstören, ist gar kein Antisemitismus-Skandal notwendig. Es reichen leise Zweifel, die ja zum Beispiel von der Bild fleißig gesät werden. Denn nichts zerstört Entschlossenheit so schnell wie Zweifel. Viele Leute nehmen also das Angebot an Robert Habeck zu zweifeln dankbar an, weil es Entspannung verspricht, weil es sie von der Verantwortung befreit, über seine Zumutungen auch nur nachdenken zu müssen. Ein einfaches, na, bei dem weiß man ja auch nicht so recht, reicht, um sich wieder in seinen bequemen Sessel fallen zu lassen. Bei Hubert Aiwanger ist das Gegenteil der Fall. Sein Versprechen an seine WählerInnen ist, Bayern bleibt Bayern, die anderen sind schuld, euer bequemer Sessel bleibt euer bequemer Sessel, solange ich da bin. An Aiwanger zu zweifeln bedeutet also, aus dem Sessel aufstehen zu müssen. Und da, surprise, reicht schon der leiseste Zweifel am Zweifel, um sich doch wieder in den Sessel fallen zu lassen. Kurz ist ja allen der Atem gestockt. Antisemitismus, auweia. Aber dann, alles nur eine Kampagne, 35 Jahre her, der Bruder war's. Es ist das Spiel zwischen Anstrengung und Entspannung, zwischen Motivation und Sessel. Von demjenigen, der dich aus dem Sessel raus in eine Runde joggen schicken will, musst du schon sehr überzeugt sein. Sobald dir jemand Zweifel an ihm einflößt, stehst du seinetwegen nicht auf. Von dem Typen, der sagt, bleib ruhig sitzen, das ist dein gutes Recht, musst du nicht überzeugt sein, du willst ihm ja glauben. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem ein Politiker einer Partei gut begründet unter Antisemitismusverdacht geraten kann. Und am Ende verlieren andere Parteien Wählerstimmen. Klar, die wollen Aiwanger politisch und persönlich fertig machen, von mir aus. Aber irgendjemand wird mir noch erklären müssen, wieso das allein ein Grund ist, einen Politiker zu verteidigen und zu wählen, der noch heute rechtspopulistische Sachen raushaut. Selbst wenn man die Kritik für das Holocaust-verharmlosende Flugblatt in seiner Schultasche überzogen findet, selbst dann, nichts an dieser ganzen Geschichte ist ein Argument für Hubert Aiwanger. Sarah Bossetti! So, dann sage ich mal, weitermachen. Hamas-Terroristen in Israel, russische Truppen in der Ukraine, das tausendfache Sterben von Geflüchteten im Mittelmeer und in der Wüste Afrikas. Manchmal denke ich mir, in welchem Zeitalter bin ich eigentlich gelandet? Leben wir wirklich in 2023 oder kommt gleich Ötzi um die Ecke? Und ich meine nicht den DJ. Hatten wir das nicht alles hinter uns gelassen? Krieg, Terror, das Abschlachten von Menschen. Wir erleben einen Rückfall in die Barbarei. Die dunkelsten Zeiten der Menschheit, sie sind wieder da. Und ich sag, weitermachen. Der Mensch ist für die Zivilisation nicht gemacht. Das erkennt jeder sofort, der mal 5 Minuten die Kommentarspalten bei X, YouTube oder Facebook überfliegt. Ja, hängt Scholz, enthauptet Baerbock und vierteilt Alice Weidel und sich dann echauffieren, wenn auf der Berliner Sonnenallee das Abschlachten von Israelis auf einem Musikfestival gefeiert wird. Seid ihr des Wahnsinns? Früher hieß es Frauen und Kinder zuerst, wenn es ums Retten ging. Heute werden die zuerst massakriert. Weitermachen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Gewalt mit noch mehr Gewalt beantworten. Jeder hat das Recht, ein Kriegsverbrecher zu sein. Auf keinen Fall der Vernunft eine Chance geben. Back to the Mittelalter. Offene Kanalisation für alle. Warum ist eigentlich die Hexenverbrennung abgeschafft worden? Das kann doch nur an der schlechten CO2-Bilanz liegen. Warum ist die Guillotine eigentlich aus der Mode gekommen? Wann wird endlich wieder gesteinigt, gekreuzigt und in siedendem Fett frittiert? Das war doch alles mal die gute alte Zeit. Weitermachen. Und warum im Mittelalter stehen bleiben? Die waren ja auch schon ganz schön zivilisiert. Zurück in die Höhlen, Menschlein.
Wir hauen uns gegenseitig mit dem Knüppel auf die Rübe. Viel kaputt gehen kann er dabei nicht mehr. Weitermachen. Der Mensch lernt aus seinen Fehlern. Was aber, wenn der Mensch selbst der Fehler ist? Weitermachen, weitermachen. Oh, ich sehe gerade, ich muss weg. Fred Feuerstein hält gleich noch einen Vortrag über moderne Fahrzeuge. Jabba dabba du. Das waren Sie, die Mitternachtsspitzen. Mit dabei Alfons, Sarah Bossetti, Urban Priol. Und vielen Dank ans Team Philipp Simon, Karen Dahmen, Martin Meyer-Bode und Michael Hatzius. Und nicht zu vergessen, das WDR Zwangsgebührenorchester, Toni Hebelmann und Till Menzer. Ja, wir sehen uns wieder am 16. Dezember, wenn Sie wollen. Behalten Sie Ihre gute Laune. Tschüss, gute Nacht. Den Leuten hinter der Kamera und hinter der Bühne. Danke euch. Vielen Dank fürs Kommen. Danke euch.